Eins, zwei, drei, vier brauche ich. Vier Stück brauche ich. Du hast noch nicht da. Also wir wollten ja irgendwie als Letzte kommen, Axel und ich. Das hat dann doch nicht so ganz vor Aufregung nicht geklappt. Und wir kamen da vorne um die Ecke beim Kino und haben gesagt, oh Gott, nachher ist es total leer und wir können überhaupt keine Karten verkaufen. Und dann sahen wir schon, da ist so eine Menschenmenge. Und dann, als die Schlange hier vor dem Kino stand, das war für mich, wo wir dachten, oh Gott, und jetzt sind schon neue Anfragen. Es ist jetzt für uns alle ein ziemlich besonderes Event gewesen. Also gerade nochmal für Laura, aber... Wir alle haben uns sehr gefreut, wieder hier zurückzukommen, weil wir eigentlich mit Celle nur positive Erfahrungen gemacht haben und uns wirklich lieben gelernt, vor allem die Menschen. Also es war wirklich eine tolle Zeit, deswegen sind wir sehr froh, hier zu sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen einmal ganz kurz zuhören. Die nicht auf der Gästeliste stehen, also normal Eintrittskarten kaufen würden, es sind jetzt leider im Moment keine Karten mehr da. Falls jemand von der Gästeliste nicht kommt, verkaufen wir selbstverständlich diese Karten dann noch. Also es ist jetzt kurz nach eins und der Film ist halt ausverkauft, beziehungsweise von den Karten, die nicht vorher vergeben wurden. Und ja, doch sehr erstaunt, dass es wirklich alle Karten rausgehauen wurden. Und ja, es freut mich für die Darsteller und die Produzenten. Könnt ihr noch einen größeren Saal nehmen? Leider nein, das ist unser größter Saal mit 308 Sitzen und der ist damit jetzt leider komplett ausgebucht. Freue ich mich ganz besonders, dass fast meine ganze Familie hier ist. Meine Großeltern in Bonn machen Livestream per DVD heute um 13 Uhr. Also die haben den Film wahrscheinlich gleich schon gesehen. Aber in jeder Hinsicht hat jeder irgendwie mitgemacht. Und wir saßen, Nick und ich saßen am 16.11. letztes Jahr zum Abendbrot bei meiner Oma. Dann, drei Tage später, am 19.11., also genau heute vor einem Jahr, ist meine Oma leider gestorben. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie heute bestimmt als erst über den roten Teppich hier stolziert ist mit uns und hier heute anwesend ist und genauso gespannt sein wird wie ihr auf den Film. Ja, Fabi schreibt gerade an seiner Diplomarbeit. Will noch jemand fragen? Ja, Fabi hat die Chance, einen Traum zu erfüllen. Der ist so überdurchschnittlich gut, dass sogar schon internationale biologische Institute auf ihn aufmerksam geworden sind. Worüber schreibst du denn deine Arbeit? Einigungsmechanismen von Rotwedderchen auf Kalkmagerrasen. Also das ist jetzt für seine Diplomarbeit. Ich könnte dich ja zum Essen einladen. Was meinst du, wie viele von Biofahrt träumen? Das ist eine Riesenchance. Mann, was ist denn los mit dir? Ich hab echt keinen Bock auf Party, sorry. Keinen Bock. Du hast seit Wochen keinen Bock mehr auf Party, keinen Bock auf deine Freunde. Eigentlich keinen Bock auf gar nichts. Zumindest nicht auf Sachen, die Bock bringen. Ich würde auch gern fliegen können. Und so schön bunt aussehen. Ja, aber erstmal wärst du eine kleine, dicke Raupe. Du bist die Beste, Fabian. Du schaffst es schon. Denk immer dran, dass du dort alle Möglichkeiten hast. Auf dich. Sei du selbst. Ich fand es beeindruckend, vor allem wenn man das von Jungs überhaupt nicht kennt, dieses Thema. Man denkt immer, das wäre ein Thema, das würde nur Frauen betreffen. Deshalb fand ich das besonders beeindruckend. Also ich habe echt Gänsehaut gehabt zwischendurch. Ich fand das berührend. Also ich kenne sowas Ähnliches, so ein Verhältnis wie zu meinem Vater. Das ist manchmal auch nicht ohne gewesen. War super, echt. Ich habe selbst zwei Söhne, zwei Kinder. Der eine ist schon längst außer Haus, der ist 36. Aber der damals 16-Jährige, den habe ich ein bisschen ähnlich behandelt wie mein Sohn hier im Film. Aber ohne es selbst zu merken, habe ich die ganze Zeit ihn genervt. Dann wieder, hast du deinen Text schon gemacht? Hast du dich ordentlich gewaschen? Weißt du, hast du dann nochmal angerufen? Hast du mit der Zeit, dass du nicht zu spät kommst? Und als ich das plötzlich las, in dem Drehbuch, dachte ich mir, genau so
verhalte ich mich ja mit meinem Sohn, ohne selbst zu merken, was man anrichtet. Also Kinder müssen ja selbst ihre Erfahrungen machen. Und das fand ich so die Herausforderung für mich jetzt an der Figur des Vaters. Hast du das als Vater selber geändert? Ich hoffe es. Da müssten Sie jetzt meinen Sohn fragen. Sowas. Aber ich denke schon, dass ich etwas nach dem Film doch etwas behutsamer mit ihm umgehe. Also was mir an dem Film besonders gefällt, ist, dass es, obwohl es ein Film ist, der sich jetzt mit einem schwierigen, tristen Thema, also Magersucht, auseinandersetzt, ist trotzdem so ein lebensbejahender, schöner Film ist. Und ich habe ja die dankbare Rolle auch noch irgendwie der Schmetterling, also die lebensbejahende Person zu verkörpern. Also doch, es war ein besonderer Film und auch eine besondere Rolle. Ist eigentlich meine Hauptabsicht mit diesem Film gewesen, dass wir das Thema Magersucht für alle Leute darstellen und sei es für die Leute, die es selbst haben, diese Krankheit, dass man Mut bekommt, dass das Leben lebenswert ist, dass man Mut bekommt, dass man sehen kann, dass man heilen kann. Dann einmal für die Leute, die vielleicht überhaupt nichts mit der Krankheit zu tun haben, dass sie einfach mal sehen, wie leicht versteckbar diese Krankheit ist, dass selbst der Vater es nicht merken muss, dass man lernt, bei dieser Krankheit diese Krankheit zu verstecken und dass man ein offenes Auge haben muss, weil es sind eigentlich 70% aller Deutschen haben irgendeine Essstörung und das heißt, jeder muss welche kennen und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da mal um sich schaut. An das ganze Team ganz herzlichen Dank, dass Sie uns diesen wunderbaren Film geschenkt haben.